Hallo, freue mich, so viele von euch zu sehen. Schön, dass ihr da seid. Willkommen zum Vortrag Micro-Targeting und Manipulation, wie Daten den Wahlkampf um das EU-Parlament bestimmen. Oder einem Vortrag, ich bekomme Zeichen, ich werde nicht gehört. Hört ihr mich? Doch, viele hören mich. Die da hinten hören mich nicht, aber andere hören mich. Vielleicht liegt es an euren Geräten. Aber mal anschalten. Okay. Have you tried turning it on and off again? Okay, oder zumindest zu einem Vortrag, der so ähnlich heißen könnte. Ich muss nämlich sagen, das gestehe ich gleich vorab, als ich vor einem halben Jahr dieses Proposal eingereicht habe, habe ich gedacht, wir wüssten mehr darüber, wie Daten den Wahlkampf um das EU-Parlament bestimmen. Warum das nicht der Fall ist, warum das Teil eines Problems ist und was wir doch sagen können über den datengetriebenen Wahlkampf um das EU-Parlament, das versuche ich euch jetzt in den nächsten 25 Minuten zu erzählen. Ich starte mal meine Uhr. Eine Sache noch vorab, worum es nicht geht in erster Linie heute in diesem Talk und wenn wir über das Thema Microtargeting sprechen. In der momentan so etwas angespannten bis ja, fast schon hypernervösen Stimmung im Hinblick auf die EU-Wahlen und das Thema Wahlbeeinflussung gehen in der Debatte und in der medialen Berichterstattung die Themen manchmal so ein bisschen durcheinander. Ich werde heute nicht sprechen in erster Linie über die Themen Wahlbeeinflussung von außen, Russland und so weiter, Desinformation und erst recht nicht über Social Bots. Also wenn ihr wegen diesen drei Schlagworten gekommen seid, dann seid ihr falsch, aber ich verspreche, es wird trotzdem interessant. Wie funktioniert Microtargeting? Zum Einstieg nochmal. Was ist Microtargeting überhaupt? Die gezielte Ansprache von kleinen und Kleinstgruppen mit zugeschnittenen Botschaften auf Basis von Datenanalysen. Und wenn wir es so ein bisschen schematisch uns angucken, können wir sagen, Microtargeting besteht im Wesentlichen aus drei Teilen. Der erste Teil, das ist die Zielgruppendefinition auf Basis von Datenanalysen. Beispielsweise, in welcher Region befindet sich jemand? Soziodemografische Daten fließen mit ein, Interessen, also Facebook-Likes oder andere Formen, Interessen zu bekunden. Das Verhalten einer Person, also welche Medien habe ich abonniert oder habe ich beispielsweise schon mal mit einer Facebook-Kampagnenseite interagiert. Politische Präferenzen und Wahlverhalten, wenn diese Daten denn zur Verfügung stehen. In den USA ist die Situation da ein bisschen anders als in Deutschland und Europa. In den USA gibt es dazu umfangreiche Daten, die die Parteien nutzen können. Und wie wir im Fall von Cambridge Analytica gesehen haben, bisweilen auch psychografische Persönlichkeitsanalysen, also die Vermessung sozusagen des Persönlichkeitsprofils anhand von Daten. Der zweite Schritt wäre dann eben die zugeschnittene Kommunikation auf Basis dieser Zielgruppenanalysen und zwar auf unterschiedlichen Kanälen. Wir sprechen hier nicht nur über Online-Werbung, zwar auch und vor allen Dingen in den sozialen Medien, aber es geht auch um Direktpost, Direktnachrichten, also per Mail, per Brief, per Direct Message in den sozialen Netzwerken oder auch per Messenger. Und wir sprechen auch über Microtargeting bisweilen oder datengetriebenen Haustürwahlkampf. Und der dritte Schritt, Performance Analytics, die am besten durchgehend laufen. Also wie läuft eine Kampagne, was funktioniert gut, was funktioniert nicht gut. Und dann sozusagen beginnt das Ganze wieder von vorne. Die fortlaufende Analyse oder Performance-Analyse hat wiederum Einfluss darauf, auf die Kommunikation, die dann ausgespielt wird oder kann auch wieder im ersten Schritt zurückgespielt werden. Versteht mir nicht falsch, das Ganze ist jetzt ein Modell. Nicht jede Form des Microtargetings sieht genauso aus. Also in den meisten Fällen sieht es nicht genauso aus. Das ist, würde ich mal sagen, vielleicht das US-amerikanische Modell, das Mutterland des politischen Microtargetings. Wir können uns auch ganz andere Fälle vorstellen, in denen beispielsweise es nur um Online-Werbung geht und wo nur das Online-Verhalten, die Interessen, Soziodemografie und der Standort eine Rolle spielen. Oder vielleicht, wenn es um Direktpost geht, also werden vielleicht nur die soziodemografischen Daten und das Verhalten, also beispielsweise, wie oft hat jemand auf meine E-Mails reagiert, ist eine Spende gefolgt, nachdem ich eine E-Mail geschickt habe oder ist die E-Mail überhaupt geöffnet worden, könnten eine Rolle spielen. Oder im Haustürwahlkampf könnte es zum Beispiel so aussehen. Okay, soweit, so bekannt zumindest. Im Wesentlichen würde ich mal sagen, dass Botschaften, gerade auch politische, auf Zielgruppen angepasst werden, um dort den größtmöglichen Effekt zu erzielen, ist ja keinesfalls neu. Es gibt Geschichten über
William Jennings Bryan, einen US-amerikanischen Präsidentschaftskandidaten, der bereits Anfang des 19. Jahrhunderts seinen Bruder und seine Frau dafür genutzt haben soll, eine eigene handschriftliche Datenbank zu pflegen, wichtiger Kontakte, in der dann neben Themen, über die man mit Personen sprechen kann, auch Charaktereigenschaften vermerkt worden sein. Seit den 80ern spätestens gibt es Direct-Mailings in den USA im Wahlkampf, sie gehören dort zum Standardrepertoire, und seit Anfang der Nullerjahre zieht das Microtargeting eben auch in den digitalen Wahlkampf ein und entwickelt sich dort wird dort in einer ganz neuen Dimension entwickelt. Tatsächlich haben wir viel über die Trump-Kampagne und deren Datennutzen gesprochen in den vergangenen Jahren. Es ist allerdings das Team von Barack Obama gewesen, das 2008 damit anfing, Microtargeting und datengetriebenes Profiling in Wahlkämpfen verstärkt zu nutzen. Die haben vor allen Dingen das zur Optimierung ihrer E-Mail-Spendenaufrufe genutzt, um dann E-Mails rauszuschicken, die Unterstützerinnen und Unterstützer um Spendenbeträge bitten, die möglichst genau angepasst war auf die prognostizierte Zahlungsbereitschaft. Also, warum reden wir heute über Microtargeting, wenn es kein neues Thema ist? Weil ich soll lauter sprechen, das kann ich eigentlich nicht. Das ist irgendwie. Ich brauche irgendwie ein Zeichen. Hört ihr mich oder gibt es irgendwie Probleme mit dem Hören? Viele recken die Hände hoch, fast alle recken die Hände hoch. Es geht nur mit Kopfhörern. Sie müssen Kopfhörer aufsetzen, wenn Sie mich hören wollen. So ist leider die Bühne konzipiert. Kann ich nichts hören. Okay, also Micro-Targeting verändert unsere politische Öffentlichkeit. Das wirft Fragen auf. Die Verfechter von Microtargeting thematisieren vor allen Dingen, dass es die Effizienz politischer Kommunikation erhöht, weil man eben keine Streuverluste hat wie bei einem Plakat, sondern weil man Leute auf die Themen ansprechen kann, die sie wirklich interessieren. Es wäre spannend, mal zu erfahren, ist das denn wirklich so? Erhöht sich wirklich die Effizienz durch politische Kommunikation? Da gibt es bislang auch wenig Forschung zu. Wir könnten uns mal fragen, ist Effizienz überhaupt das richtige Kriterium, um über politische Kommunikation oder um politische Kommunikation zu bewerten? Oder müssen wir nicht über andere Kriterien sprechen? Beispielsweise die Frage danach, ob Microtargeting Interaktion und Austausch zwischen dem Elektorat und der Politik verstärkt und ob diese dann auf Augenhöhe stattfindet. Eine andere relevante Frage ist die, ob Microtargeting genutzt wird, um in andere Filterblasen vorzudringen. Ist auch ein Argument, das oft genutzt wird, um Microtargeting zu verteidigen. Und es gibt tatsächlich spannende Fälle. Die Linke beispielsweise in Sachsen war es, glaube ich, hat Microtargeting auf Facebook bewusst genutzt, um AfD-Wählerinnen oder AfD-Sympathisantinnen und Sympathisanten anzusprechen, um diese dann zu konfrontieren mit dem tatsächlichen Abstimmungsverhalten der AfD im Landtag. Also haben sozusagen versucht, diese Gruppe zu erreichen und in deren Filterblase mit Microtargeting vorzukommen. Oder ist es vielleicht der andere Effekt, dass Microtargeting nämlich die Fragmentierung der politischen Öffentlichkeit stärkt, also immer kleinere Zielpublika, die sich unter den für sie zurechtgeschnittenen Botschaften und Aussagen finden. Und die Frage ist, wollen wir diese weitere Fragmentierung der politischen Öffentlichkeit? Eine spannende, richtig spannende Frage ist die danach, ob Politikerinnen und Politiker verschiedene Gruppen mit verschiedenen Versprechen und Tonalitäten adressieren. Wir haben es zum Beispiel im Bundestagswahlkampf 2017 gesehen, da hat Jens Spahn, damals noch nicht Minister, sondern CDU-Präsidiumsmitglied, zwei Anzeigen gleichzeitig geschaltet. Die eine richtete sich an potenzielle AfD-Wählerinnen, die war dann so mit markigen Worten, Außengrenzen sichern, seht ihr das genauso? Und parallel dazu lief eine Anzeige, die sich an Menschen in Großstädten richtete, die hat dann eher so ein bisschen weltoffenen, freundlichen Stolz auf Deutschland zwar auch thematisiert, aber eine komplett andere Tonalität als die Anzeige, die gleichzeitig an AfD-Wählerinnen ausgespielt wurde. Und die spannende Frage, werden solche Widersprüche überhaupt aufgedeckt und diskutiert? Oder kommen wir in eine Situation, wo wir nicht mehr nachvollziehen können, wer wem was verspricht? Dann stellt sich die ganz klare oder simple Frage, werden bestehende Gesetze eingehalten? Datenschutz, Parteienfinanzierung und so weiter. Wir sehen oft, dass das nicht der Fall ist. Haben alle politischen Akteure die gleiche Chance, Microtargeting zu nutzen? Oder hängt es am Ende doch vom Budget, wer von dieser Methode am meisten profitiert?
auch mal grundsätzlich fragen, ist das überhaupt noch Mitwirkung an der politischen Willensbildung des Volkes, so wie es das Parteiengesetz den Parteien eigentlich als Aufgabe vorschreibt? Und wo verläuft die Grenze zwischen legitimer Werbung für politische Positionen und unlauterer Manipulation? Denn dass es Manipulation, unlautere Manipulation und Missbrauch dieser Technologie gibt, zum Beispiel durch das psychografische Persönlichkeitsprofiling, haben die letzten Jahre gezeigt. Und genau, ich finde es wichtig, dass wir diese Fragen, die kann ich jetzt leider nicht alle beantworten natürlich, aber dass wir uns diese Fragen stellen, auch unabhängig jetzt mal von dieser aufgeregten Debatte, wer manipuliert jetzt wen und werden unsere Wahlen irgendwie manipuliert. Also nicht nur auf diese krassen Extremfälle gucken. Gleichzeitig sind es natürlich diese Extremfälle und missbräuchlichen Fälle, die zur Relevanz dieses Themas beitragen. Ich will es jetzt nicht großartig ausführen, einfach nur mal so ein paar Fälle aus den letzten Jahren. Cambridge Analytica SCL, deren Mutterfirma, die bis heute ja aktiv ist, deren Nutzung von psychografischem Profiling mit Facebook-Daten von 87 Millionen Menschen ist ja bekannt. Wer dazu mehr hören möchte, kann ich einen Talk aus dem letzten Jahr empfehlen oder eine Diskussion. Im US-Präsidentschaftswahlkampf hat die Trump-Kampagne nicht nur Microtargeting im ziemlich ausgefeilten Maße im Haustürwahlkampf benutzt, indem dann Haustürwahlkämpfer, die Unterstützer der Trump-Kampagne, über 30 verschiedene Gesprächsleitfäden hatten und immer genau auf die Personen, die sie in diesem Haus vermutlich antreffen, einen Einstieg oder einen unterschiedlichen Gesprächsverlauf, unterschiedliche Themen parat hatten, sondern wir haben eben auch in den sozialen Medien eine gezielte Demobilisierungskampagne gegen potenzielle Clinton-Wählerinnen gesehen. Also dort sind gezielt Wählergruppen adressiert worden, die tendenziell für die auf keinen Fall für Donald Trump stimmen, aber die wahrscheinlich für Clinton stimmen würden. Und das Ziel war gar nicht, sie von Donald Trump zu überzeugen, sondern sie einfach dazu zu bringen, zu Hause zu bleiben, sie zu demobilisieren, indem ihnen beispielsweise Hillary Clinton als rassistisch dargestellt wurde. Genau. Brexit-Referendum ist inzwischen auch relativ breit bekannt. Unter anderem fand dort Microtargeting auf Basis von Versicherungsdaten statt. Und die Pro-Brexit-Gruppen haben munter Daten untereinander ausgetauscht. Also Leute, die der einen Kampagne vielleicht ihre E-Mail-Adresse zur Verfügung gestellt haben, haben dann plötzlich auch von anderen Kampagnen die Daten bekommen. Ein nicht so bekannter, aber sehr kurioser Fall, ebenfalls aus Großbritannien aus dem Jahr 2017. Ist der Fall, von dem ein ehemaliger hochrangiger Mitarbeiter der Labour-Parteizentrale berichtet hat, dass nämlich die Kommunikationsleute in der Labour-Zentrale, die nicht ganz zufrieden waren mit dem eher mit dem sehr linken Kurs des Parteivorsitzenden Jeremy Corbyn, die aufgrund dieser Tatsache eine eigene Facebook-Kampagne konzipiert haben, die besonders links wirkte, für eine sehr kleine ausgewählte Gruppe um Jeremy Corbyn, seine Unterstützer und einige ausgewählte Journalistinnen. Das jedenfalls behauptet ein ehemaliger hochrangiger Mitarbeiter der Labour-Parteizentrale, während dann die allgemeine Kampagne etwas gemäßigter war. Und erst im letzten Jahr 2018 hat Irland über die Liberalisierung der sehr strikten Abtreibungsregeln in Irland abgestimmt und wir konnten feststellen, dass religiöse, fundamentalistische Gruppen aus den USA plötzlich auf Facebook mitwerben und bei Unentschlossenen mit sogenannten Faktenchecks und Faktenaufklärung Werbung machen. Okay, was wissen wir also über Microtargeting in der EU? Das, was ich jetzt im Folgenden erzähle, basiert vor allen Dingen auf Berichten aus den letzten 2 Jahren, wo wir so ein bisschen extrapolieren und einigen Presseanfragen bei deutschen Medien. Ich komme gleich nochmal dazu, was ich eigentlich gerne gemacht hätte oder was ich euch eigentlich gerne erzählt hätte. Vorher möchte ich euch aber ein kurzes Rätsel aufgeben. Was passiert, wenn man die AfD Pressestelle nach ihrem Einsatz von Microtargeting fragt? Was würdet ihr vermuten? Na okay, ich sag's euch, vielleicht könnt ihr es lesen. Also auf meine E-Mail bekomme ich die Antwort: Guten Morgen, Thomas, und herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Nachträglich nochmal, hierzu geben wir keine Info raus, oder? Ist es nicht das Kurioseste an dieser E-Mail, dass der Typ, der dann in CC war, gar nicht Thomas heißt, sondern Roland? Aber okay. Kurze Zeit später bekam ich dann jedenfalls die Antwort: Vielen Dank für Ihr Interesse, Herr Dachwitz. Nein, nein, nein. Okay. Also, was wissen wir über Datensammlung und Datenzusammenführung in der EU? Wir sehen, dass es
in immer mehr Parteien zum Standard wird, integrierte Kampagnenplattformen, wie zum Beispiel Nation Builder, die auch in den USA eingesetzt werden, zu nutzen. Diese Plattformen sind dann die zentrale Kampagnenplattform, in der sowohl Daten in individuellen Profilen zusammengespielt werden können, als auch dann über diese Kampagnenplattformen direkt der Outreach, also die E-Mails oder die Social Media Posts, ausgespielt und gemessen werden können. Genau, also Mailadressen, Mail-Tracking zum Beispiel fließt damit ein, Interaktion mit Kampagnenseiten auf Social Media, also hat jemand eigentlich mit unserer Kampagnenseite oder mit einem Post von unserem Kandidaten oder Kandidatin ein Like oder einen Kommentar gelassen oder geshared. Andere Social Media Daten und bei denen die Profile, die Geodaten oder einen Ort, Standort in ihrem Profil hingeschrieben hatten, dann bisweilen wurde auch das gescrapt. Was genau, wissen wir allerdings nicht oder welche Daten noch dazu gehören. Wie das funktioniert, erklärt am besten mal der Philipp Madertaner. Ist leider sorry für die Folie mit dem vielen Text, der Campaigning für die Österreichische Volkspartei bzw. Sebastian Kurz gemacht hat. Der erklärt es gegenüber Horizont.at, deren Daten nutzen und die Nutzung dieser Plattform so. Ich nehme mal nur die zentralen Zitate. Also besonders große Rolle hat hier bei denen eben die E-Mail-Direktkommunikation gespielt und dort auch das A/B-Testing, also das parallele Ausspielen unterschiedlicher, bis zu 10 unterschiedlicher Varianten von Kommunikation, die dann, wo dann geguckt wird, welche sind am erfolgreichsten, bei welchen Personen und dann entsprechend angepasst werden. Und tatsächlich sammelt die ÖVP bzw. die Kurzkampagne seit 2013 E-Mails über Unterstützerinnen und Unterstützer. Das heißt, in dieser zentralen Kampagnenplattform, in diesen individuellen Profilen fließt dann jede Interaktion, die diese Unterstützerin, die sich beispielsweise in den E-Mail-Newsletter oder für die Kampagnen, für den Kampagnen-Newsletter eingetragen haben, fließt jede Interaktion in dieses Profil. In Deutschland, was wissen wir darüber? Nicht besonders viel. Wir wissen ich weiß aus meinen Presseanfragen, dass SPD, FDP, Grüne und Linke diese Form der integrierten Kampagnenplattform nicht nutzen. Die AfD, habt ihr gesehen, CDU, CSU haben meine Presseanfrage leider nicht beantwortet. Was wissen wir noch über das Thema Datensammlung und Datenzusammenführung? In Österreich verkaufte die Deutsche Post, ist gerade erst kürzlich aufgedeckt worden durch das Investigativmagazin Addendum, verkaufte die Post, nicht die deutsche, sondern die österreichische Post, natürlich 2,2 Millionen Profile von Wählerinnen und Wählern inklusive Kontaktdaten, Telefonnummer und so weiter und einer zugeschriebenen politischen Affinität. Also ist nicht ganz die Dimension wie Cambridge Analytica, aber wir brauchen gar nicht nach Großbritannien zu gucken, um diese Form der missbräuchlichen und tatsächlich auch von der Datenschutzbehörde geahndeten Form des Datenhandels zu haben. Was wissen wir über Social Media Targeting? Die Standard-Tools des Social-Media-Targetings werden eigentlich von allen durch die Bank eingesetzt. Also Zielgruppen auswählen nach Interessen, nach Likes oder wer ist in welchen Gruppen. Und auch das Targeting von Daten, Zwillingen via Lookalike-Audiences. Also ich kann sagen, das ist sozusagen Teil der Bordmittel, Teil der Tools, die Facebook eben ganz normal anbietet. Ich kann sagen, ich möchte Leute, die statistisch gesehen von ihrem Datenprofil her genau dem entsprechen, die beispielsweise meine Facebook-Seite geliked haben. Das sind sozusagen die Standardmittel. Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Falscher Knopf. Wir wissen, dass mindestens in Großbritannien auch die sogenannte Custom Audience Funktion mit der Kundenliste genutzt wird, also die Parteien ihre schon bestehenden Datenbanken, die sie aufgebaut haben, über Unterstützerinnen und Unterstützer mit deren Kontaktdaten hochladen bei Facebook, diese Daten mit Facebook teilen, damit sie genau diese Personen auswählen können für Microtargeting auf der Plattform. Eine Praxis, die von der Bayerischen Datenschutzbehörde erst kürzlich für illegal erklärt wurde, zumindest dann, wenn sie ohne Einwilligung der Betroffenen geschieht. Und dann gibt es natürlich noch das Retargeting mit Facebook-Pixel, also das Targeting der Leute, die eine Webseite besucht haben oder eine App genutzt haben. Dabei sind diverse Parteien in den letzten Jahren erwischt worden. In Österreich, Belgien, Dänemark, Großbritannien, Irland, Frankreich, Niederlande, Malta, Rumänien.
Für Deutschland, ich kann wieder nur was zur FDP, SPD, Grünen und Linken sagen, wissen wir, dass zumindest diese beiden letzten Varianten, also der Upload eigener Daten, um Leute gezielt zu erreichen, und die Nutzung von Pixel-Tracking nicht stattfinden, laut Presseansprache. Laut Presse, also sozusagen laut Antworten auf meine Pressemitteilung. Okay. Letzter Punkt, was wissen wir, fast letzter Punkt, was wissen wir über Daten im Haustürwahlkampf? Es findet, also im Hintergrund übrigens, das Trainingszentrum oder Trainingssetup der CDU für ihren Haustürwahlkampf 2017. Die haben in Deutschland die fortgeschrittenste App, so sagt man jedenfalls, für den Haustürwahlkampf, die Connect-App. Wir wissen, dass mindestens in Frankreich und den Niederlanden es passiert ist, also dass so ein bisschen nicht in der Dimension, wie wir es in den USA gesehen haben, aber dass beispielsweise die Sarkozy-Kampagne im Präsidentschaftswahlkampf in Frankreich Daten darüber gesammelt hat, wo Unterstützerinnen und Unterstützer wohnen, und dann im Haustürwahlkampf explizit diese aufgesucht wurden, um dort zu mobilisieren. Und wir wissen, dass zumindest vereinzelt auch Datensammlung an der Haustür stattfindet. Die Connect 17 App ermöglicht es beispielsweise den Haustürwahlkämpfern, dann ein Smiley nach oben, also einen lächelnden Smiley, einen mittleren Smiley oder einen traurigen Smiley zu hinterlassen, um Feedback sozusagen einzuspeisen darüber, wie erfolgreich die Werbegespräche in Häusern waren. Was wir nicht wissen, ist eigentlich das Spannendere, deshalb mache ich es jetzt mal alles auf einmal und nicht mehr einzeln. Wir können einiges sagen, das, was ich jetzt eben euch erzählt habe, aber die entscheidenden Punkte tatsächlich, und deshalb habe ich mich auch ein bisschen vergaloppiert mit meinem Titel, wissen wir tatsächlich nicht, welche Strategien werden eigentlich wirklich eingesetzt mit Microtargeting? Welche Kampagnen werden für welche Zielgruppen eingesetzt? Findet Demobilisierung statt? Wer gibt wie viel wofür aus? Wie genau werden von den unterschiedlichen Parteien die Targeting-Tools von Facebook eingesetzt? Gibt es psychografisches Persönlichkeitsprofiling? Nur weil wir bislang noch nicht davon wissen, dass es eingesetzt wird derzeit, heißt es nicht, dass es nicht eingesetzt wird. Das ist leider das Problem, dass all die Fälle, über die ich vorhin gesprochen habe, erst im Nachhinein bekannt geworden sind. Werden Data Broker oder andere Händler wie die österreichische Post direkt genutzt? Und in Deutschland zum Beispiel, was ist mit den Melderegisterdaten? Werden die genutzt? Deshalb müssen wir nicht nur, aber auch über Transparenz bei Facebook reden. Tatsächlich gab es seit Cambridge Analytica und dem US-Präsidentschaftswahlkampf eine große Debatte um Wahlbeeinflussung auf Facebook. Momentan geht es bei diesem Thema dann irgendwie immer um Fake News, um Russland und so weiter. Das lenkt leider den Blick so ein bisschen ab von der spannenden Frage, was machen eigentlich unsere normalen, etablierten politischen Akteurinnen und Akteure und wie verändert sich unsere politische Öffentlichkeit? Facebooks Reaktion Anfang des Jahres war es erstmal, Transparenz-Tools zu blocken, die Forscherinnen und Forscher, Journalistinnen und Journalisten, ProPublica beispielsweise einsetzen, wobei es jetzt ein bisschen polemisch ist. Facebook hat sehr unterschiedliche Maßnahmen ergriffen tatsächlich. Die eine Maßnahme ist, dass sich politische Werbetreibende auf Facebook registrieren müssen und dass deren Werbung gekennzeichnet ist. Sicherlich eine gute Maßnahme, auch wenn die Umsetzung das ist sehr knapp vor der EU-Wahl erst passiert, für einigen Unmut und echte Schwierigkeiten bei den Campaignern gesorgt hat. Dann gibt es auf Facebook-Seiten jetzt einen Anzeigenüberblick. Das heißt, ich kann mir, wenn ich auf das Facebook-Profil von Katharina Barley gehe, angucken, welche Anzeigen schaltet sie gerade parallel, damit es eben diese Form der sogenannten Dark Ads, bei denen nur noch die ausgewählte Zielgruppe eine Anzeige zu sehen bekommt, nicht mehr gibt. Sicherlich auch eine sinnvolle Maßnahme. Und es gibt Facebooks Werbebibliothek, auch Facebook, auch Twitter und Google haben ähnliche Maßnahmen ergriffen. Genau, es gibt Facebooks Werbebibliothek, die entweder nach politischem Akteur oder nach Thema sortiert, also man kann Klimawandel eingeben und bekommt dann die politischen Anzeigen, die zu diesem Schlagwort angezeigt oder gelaufen sind, mehrere Jahre archiviert, ab jetzt, nicht rückwirkend leider, angezeigt. Und man kann sich dann auch die Anzeigen-Details anklicken. Das heißt, ich kann mir für eine einzelne Anzeige so ein bisschen was genauer angucken, wer ist eigentlich der Werbetreibende, und kriege so rudimentäre Informationen darüber, wer die gesehen hat. Hier zum Beispiel ein AfD-Politiker aus Sachsen hat seine Anzeige offensichtlich nur in Sachsen ausgespielt, was natürlich Sinn macht. Was wir mit diesem Transparenzarchiv oder im sogenannten Transparenzarchiv nicht bekommen, ist das entscheidende Puzzlestück, um zu verstehen, wie Microtargeting und politische Kommunikation heute eigentlich funktionieren.
nämlich die Informationen darüber, wie die Zielgruppen zugeschnitten sind und welche Targeting-Kriterien verwendet werden. Darüber erfahren wir nichts. Bei Google erfahren wir ein bisschen was darüber, ist aber auch nicht viel besser. Und das ist eigentlich das entscheidende Stück, die entscheidende Information, um sozusagen für mündige Bürgerinnen und Bürger und eine aufgeklärte Öffentlichkeit nachvollziehen zu können, wie eigentlich Microtargeting eingesetzt wird. Und da schließt sich so ein bisschen der Kreis zu meiner Überschrift. Was wir auch nicht bekommen bei Facebook, ist eine Budgetübersicht, also wer hat eigentlich wie viel ausgegeben. Google macht das inzwischen und Facebook hat es auch angekündigt. Wir sehen keine Archivierung von Kommentaren und Reaktionen. Das heißt, wer sich jetzt durch dieses Archiv scrollen will, um sich ein Bild davon zu machen, was eigentlich für eine Debatte ausgelöst wurde, der hat leider Pech, muss sich die Anzeige dann nochmal händisch im Facebook-Account des politischen Akteurs raussuchen. Leider sehr unpraktisch. Und wie gesagt, die unabhängigen Transparenztools von Forscherinnen und Forschern werden blockiert. Ich komme also zum Fazit. Trink vorher nochmal einen Schluck. Und das Fazit heißt, wir haben, wenn wir über den Online-Wahlkampf und datengetriebenen Wahlkampf und Microtargeting sprechen, nach wie vor, muss man eben sagen, einen Wahlkampf in der Grauzone. Wir können feststellen, dass datengetriebene Kampagnen und Microtargeting sich grundsätzlich etablieren als Standard. Nicht immer bisweilen nicht in diesen krassen Formen. Wir haben, das ist ja auch mal eine positive Nachricht, zumindest bisher keine Exzesse, den missbräuchlichen Einsatz, wie beispielsweise im Fall Cambridge Analytica, noch nicht erlebt. Allerdings, wie gesagt, das heißt nichts. Das Missbrauchspotenzial ist da und bleibt hoch. Und bislang war es immer so, dass der Missbrauch erst im Nachhinein aufgedeckt wurde. Also nur, dass wir es jetzt sehen, heißt nicht, dass es nicht stattfindet. Das heißt, aufgrund der mangelnden Transparenz fehlt uns, Microtargeting und datengetriebenen Wahlkampf beurteilen zu können, fehlt uns die Beurteilungsgrundlage. Und man muss hier wirklich beide Seiten in die Verantwortung nehmen. Sowohl die Parteien als auch die Plattform entziehen sich ihrer Verantwortung. Und es ist ein Zustand, den wir nicht länger tolerieren sollten, würde ich sagen. Denn es geht eben um unsere Demokratie. Ganz kurz zum Abschluss. Was können wir tun? Wo können wir anknüpfen? Ganz klar, Plattformen müssen umfassende Transparenz der Targeting-Kriterien gewähren. Das ist die einzige Möglichkeit, sowohl als Individuum, aber eben auch als Gesellschaft mündig und aufgeklärt auf einer kollektiven Ebene mit Microtargeting-Strategien umzugehen. Wir müssen die Parteien in die Pflicht nehmen, tatsächlich nicht nur die Plattformen. Ich hätte erwartet, dass sie es tun, nach Cambridge Analytica einfach proaktiv an die Öffentlichkeit zu gehen und zu sagen, Folgendes machen wir. Das ist eben nicht der Fall, bis zu dem schon eben zitierten Beispiel der AfD, die leider aus Versehen sozusagen mir mitgeteilt hat, dass sie dazu nichts sagen wollen, und die CDU, CSU, die mir gar nicht geantwortet haben. Wir brauchen mehr unabhängige Forschung zu diesem Thema, zu Praxis und Konsequenzen des Microtargetings. Und ich glaube, Transparenz reicht nicht. Das Missbrauchspotenzial von diesen Formen des psychografischen Profilings, das macht Menschen so angreifbar, so manipulierbar und verschiebt so dermaßen die Informations- und Machtasymmetrie zwischen denjenigen, die Werbeobjekt sind, und denjenigen, die Werbetreibenden sind, dass wir es, denke ich, verbieten sollten. Ich weiß, Datenschutz ist auf der Republika manchmal ein bisschen schwer in Stand, und DSGVO und so weiter ist auch alles schwierig, aber um hier Ordnung reinzubringen und zumindest die gröbsten Exzesse zu verhindern, ist Datenschutz gerade unsere einzige Möglichkeit eigentlich. Und man sieht, dass unterschiedliche Datenschutzbehörden, Frankreich, Österreich, aber auch in Deutschland, auch sich dieser Rolle annehmen, dieser Aufgabe annehmen und versuchen, die Datenschutzregeln durchzusetzen. Beispielsweise ist es nicht erlaubt, nach Datenschutzgrundverordnung besonders sensible Datenkategorien wie beispielsweise über die politische Orientierung ohne explizite Einwilligung der Nutzerinnen und Nutzer zu verwenden. Das heißt, wir müssen an der Stelle wirklich Datenschutz durchsetzen. Ich würde dafür plädieren, dass wir Microtargeting auch jenseits dieser Extremfälle diskutieren. Wie verändert sich unsere politische Öffentlichkeit? Und der letzte Punkt, Dauerbrenner natürlich, wir brauchen bessere Plattformen. Ist ja ein bisschen absurd, dass Facebook sagt, sie versuchen Manipulationen im Wahlkampf zu verhindern, während Facebook und seine Plattform und die politische Öffentlichkeit oder die digitale Öffentlichkeit, die sie prägen, darauf ausgelegt sind, zu manipulieren. Das ist deren Geschäftsmodell, Manipulation, und deshalb brauchen wir Plattformen, die anders und besser funktionieren. Das war's von mir. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Applaus für dich, liebe Engum. Hervorragend. Was für eine Content-Wolke und viele Fragen.
Ja, ein paar Fragen können wir aber noch beantworten. Da geht direkt schon hoch. Das war hier war schneller. Ladies first. Dann Name und die Frage bitte. Hallo, mein Name ist Nora. Ich habe tatsächlich im Kontrast dazu einen Beitrag gemacht über Wahlkampfplakate. Und da gibt es ja ganz klare Regeln, zum Beispiel, welche Partei wie viele Plakate aufhängen darf. Wenn ich mir das im Netz angucke, dann gibt es da überhaupt gar keine Aufteilung. Also eine schwache Partei kann total stark Wahlkampf machen und überall präsent sein. Und eine starke Partei kann das einfach komplett verpennen und gar nichts machen. Und ich finde diesen Kontrast extrem interessant, weil er eben was macht mit der politischen Kommunikation. Müsste es da nicht vielleicht auch im Zweifel irgendwelche Formen von, keine Ahnung, Regelungen geben? Weil ich meine, dass wir diese Regeln haben, hat ja einen bestimmten Grund. Finde ich eine sehr gute Idee. Tatsächlich hatte ich diesen Punkt auch bei mir drin, aber er ist jetzt aus Platz- und Zeitgründen dann wieder rausgeflogen. Also ich meine, auch im Rundfunk haben wir feste Regeln dafür, nach welchen Kriterien die Aufmerksamkeit eben an politische Akteure verteilt wird. Ich finde, wir können tatsächlich auch über eine Obergrenze sprechen. Also einerseits wie viel wollen wir überhaupt politische Kommunikation oder zumindest einfach Fairness-Regeln, die klar machen, dass es eben nicht nur entweder vom Gutdünken der Plattform oder vom Budget des Werbetreibenden abhängt, wer wie viel Aufmerksamkeit bekommt, finde ich sehr diskutabel. Kurze Frage zur Transparenz. Du hast zwar gesagt, Transparenz ist nicht das Einzige, es müsste auch irgendeine Art von Kontrolle stattfinden. Du hast quasi eine Kontrolle durch externe Beforschung erwähnt. Wie sieht es aus? Gibt es nicht auch gewisse Regularien oder Regelungen zu dem Wahlkampf und auch eine entsprechende Behörde? Ich denke da an den Bundeswahlkampfleiter. Ich bin da nicht so drin, deswegen die Frage, ob es da irgendeine Institution gibt, die da drauf schaut und Einsichtsmöglichkeiten irgendwie hätte, Befugnisse hätte. Gibt es nach meinem Kenntnisstand tatsächlich nicht. Wir haben 2017 zum Bundestagswahlkampf den Bundeswahlleiter auch mal angeschrieben. Was sagst du, ist das irgendwie ein Thema? Trump, also Microtargeting in den USA und so weiter, der sagte, das fällt nicht in seinen Aufgabenbereich. Also hat er überhaupt nichts mit zu tun. Lustigerweise hat tatsächlich die EU-Kommission eher mit dem Fokus auf Desinformation und Einflussnahme von außen versucht, zuständige Stellen aus ganz Europa mal zusammenzubringen, damit überhaupt eine Form der Koordinierung stattfindet. Und was die EU-Kommission eben berichtet ist, es gibt in den Ländern, in den meisten Mitgliedstaaten dazu einfach gar nichts. Weder ist das Thema auf dem Schirm in den Regierungen, noch gibt es dafür zuständige Stellen. Das heißt, für Deutschland ist dann, glaube ich, jemand aus dem Innenministerium zu diesem Treffen gefahren. Also leider bislang keine Anknüpfungspunkte. Okay, vielen Dank. Ist noch eine Frage irgendwo? Haben wir noch was? Zeit ist auch rum. Deswegen nochmal ein letzter Applaus für dich, Ingo. Vielen Dank. Vielleicht nochmal, wo kann man euch unterstützen? Was wäre der erste Punkt, für die digitalen Rechte zu kämpfen? Netzpolitik.org unterstützen. Ja, übrigens, wenn ich eure Aufmerksamkeit schon habe. Achso, schade, ich bin schon weg. Naja, egal. Bist du dran? Aber meine Folie ist schon weg. Ich hatte noch eine andere Folie aufgebaut. Eigentlich wollte ich euch noch darauf hinweisen, dass unsere Freiheiten und Bürgerrechte nicht nur im Digitalen, sondern auch im Analogen ja verteidigt werden. Die Fusion nämlich braucht gerade eure Solidarität, ist massiv unter Feuer durch einen sehr repressiven Polizeipräsidenten. Deshalb informiert euch auf Kulturkosmos. Wir brauchen freie, utopische Räume. Sorry, jetzt habe ich das nochmal gekapert. Ich habe dich eingeladen. Yeah.